Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Heute in Spreewich unterwegs, denn wir haben eine andere Mission weg von den Rothirschen, die beim letzten Mal schon zu Verzweiflung geführt haben. Davor die Maler haben wir auch kein Glück gehabt. Heute also nur zwei Rehe in Spreewich gelegen und dabei Silberpunktzahl erzielen. Ich laufe schon mal so ein bisschen langsamer, weil da vorne gerade ein Reh gerufen hat. War ein weibliches Reh. Ich glaube, bei weiblichen Reh kriegt die Silberpunktzahl nicht hin. Ich glaube, die sind immer 500 und 500 ist, glaube ich, immer Bronze. Insofern wird mir das nicht viel bringen, aber zumindest schon mal ein weiblicher Dreh und damit schon mal das Zieltier. Wenn wir Glück haben, steht da noch ein Bock bei und wir haben die Gelegenheit, den dann ebenfalls zu erlegen. Also hoffen wir mal, dass das jetzt hier alle gut läuft und wir hier so ein paar Rehlein finden können. Ich würde mal jetzt hier von der Lodge einfach starten und dann Richtung Richtung Schloss da laufen, das ja sich da hinten befindet, wo auch die Halloween-Mission war. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir da in den Wäldern und Wiesen noch ein paar Rehe finden. Und weil das dann da eher schon so Richtung Wiesen doch teilweise geht, ne? Also mal gucken. Weiß nicht, ob Rehe vielleicht nicht sogar eher in die andere Richtung noch wäre. Hat da unten eine hoch sitzt, da sind mal viele Rehe gewesen. Einen von denen, aber da komme ich jetzt nicht so schnell hin. Insofern können wir den eigentlich vergessen. Aber wie gesagt, ich gehe erstmal am Schloss gucken, ob da irgendwas ist. Und dann werden wir da schon irgendwas Passendes finden, was wir hoffentlich gebrauchen können für die Mission. So ein Bock kann ja nicht so schwer sein, ne? Aber ich sag mal, das, was du brauchst, das findest du eh nicht. Das ist mal wie verflucht, ne? Aber wehe, du machst eine andere Mission, dann findest du mal genau das, was du nicht brauchst. Du könntest wahrscheinlich überall auf der Map rumlaufen. Wird's Reh en masse finden, aber in Spreewich ist wahrscheinlich kein einziges Reh zurzeit. Außer dass er gerade gecallt hat, aber auch weiblich ist. Und natürlich auch nicht kommt, ne? Warum auch? Wäre ja zu leicht. So. Wir haben uns ein bisschen in den rechten Part der Straße ein. Hier so ein bisschen Nadelwald da hinten anfängt, weil ich mal die Sicht halbwegs gut ist, dass wir dann das Reh vielleicht ausmachen können aus größerer Entfernung. Aber ehrlich gesagt glaube ich, das ist nicht mal mehr da, oder? Weil man ja nie Pferden sieht, ne? Aber ich höre es. Aber mitten im Wind. Steht mitten im Wind. Tja, ist ja die Frage, ob es dann lange noch rankommen wird, ne? Nur so, ich hatte nur so ganz leicht gehört. Dann ein bisschen weiter weg zu sein. Aber halt auch so nah, dass ich es hören. Also ich weiß gar nicht, wann ist die Hördistanz? 30, 40 Meter sowas um den Dreh? Oder sogar ein Bock. Und da vorne zieht was auf der Wiese. Das ist aber die Ricke. Ich brauche den Bock, der dabei läuft. Noch irgendwas raus, da ist er. Da ist er, der Kleine. Aber ich kann jetzt nicht da durch den Busch schießen, der bleibt da hängen. Haben wir doch Glück gehabt mal. Da haben wir mal Glück gehabt, dass hier doch mal ein Bock beisteht. Der jetzt auch mal hier auf die Lichtung kommt und glaube ich auch liegt direkt. Da haben wir den Lungenschuss angebracht und Gott sei Dank mal das Glück gehabt, hier ein Bock zu erwischen. Sehr gut. Der war auch gar nicht so klein, glaube ich. Also sollte auf jeden Fall für Silberpunktzahl reichen. Und damit für den ersten Teil der Mission nämlich ein Reh hier zu erlegen. Drei sogar. Lul, was? Guck mal, da steht, erlege in Spreewich zwei Rehe und erlege und verwerte sie als Ziel dabei. Mindestens eine Silberpunktzahl. Und da oben drüber steht 0 von 3.
Alles klar, es wurde die Missionsbeschreibung falsch. Ich habe gerade nur die Beschreibung gelesen und nicht. Nicht. Das GPS-Dings da. Insofern haben wir also noch ein paar Rehe mehr zu erlegen, als wir eigentlich genommen haben. Nämlich eins, um genau zu sein. So, aber den Bock hier. Den haben wir erwischt. Sogar ein Goldbock. Sogar Goldbock. 902. Alter, wäre fast sogar Diamant gewesen. Lol, der ist echt nicht schlecht. Der wäre fast Diamant gewesen. Reicht auf jeden Fall für die Mission, würde ich sagen. Jo, eins von drei. Haben wir also erledigt. Gut, wir können jetzt mal das weibliche Reh da hinten erlegen, die Ricke. Und schauen dann mal. Aber wie gesagt, die ist halt eh Bronze. Ich glaube, Ricken können nicht. Ich glaube, Wildschwein, das ist halt anders, weil die ja das Gewaff trotzdem haben. Dann ist der Reh schon wieder, ich sehe das. Dazwischen die Bäume flitzen. Bei den Wiesenten ja auch nah als alle Tiere, die das haben. Aber die Ricken haben halt kein Gehirn. Insofern geben die uns auch keine Punkte. Da wird sie aber ein bisschen schön in der Deckung der Tannen. Zieht das hier lang. Und aber gleich hier unten raus. Und wenn es dann mal stehen bleibt, dann können wir den Schuss anbringen und das Herz glücklicherweise treffen. Insofern haben wir da keine Nachsuche. Ich glaube, die Fährten hier müssen alle von dem Reh sein, würde ich behaupten. Insofern werden die gleich alle weg sein. Oder aber nicht, denn dann können wir gucken, ob noch irgendwas hier anders beisteht. Vielleicht noch ein Bock irgendwo in der Nähe, der uns da hilft. Aber tatsächlich beide Lungen und das Herz sogar. So mehr als ich wollte. Aber wir sehen, 500 gibt natürlich nur Bronze. Das ist natürlich nichts wert. So, aber hier scheint noch irgendwas gewesen zu sein. Auch ein Reh und ein Bock sogar. Und ein Bock sogar. Die Frage ist, wie alt ist der schon? Wie lange ist das her, dass der hier war? Aber hier schon. Oh, guck mal, ich glaube, der war laufen, als ich vielleicht das erste Mal geschossen habe. Kann das sein? Kann das sein, dass er da dann geflohen ist in dem Moment? Dass da wirklich noch ein zweiter Bock beistand. Dann dürfte er aber nicht so weit weg sein. Müssen wir mal laufen. Da vorne kommt eine Losung. Da sehen wir dann, wie alt der ist. Oder wie alt die Fährte ist, besser gesagt. Und gerade eben. Okay, der ist wirklich erst vor kurzem hier lang gelaufen. Insofern werde ich jetzt mal ein bisschen hier ruhiger verbleiben und schauen, ob wir den mal zurückbekommen. Es scheint hier schon einen Bogen gemacht zu haben, ne? Vielleicht er gerade von dem zweiten Mal rancallen. Kann natürlich auch sein, dass er da schon irgendwie kurz mal wieder zurückkam und wir es dann verkackt haben, weil wir da die Ricke geschossen haben. Tramenderweise, aber das scheint. Ne, das ist noch weiter nach hinten gegangen. Okay. Keine Ahnung. Ich werde mal die Fährte da eben abchecken gehen, aber ich glaube, das ist noch da hinten weiter durch. Wo denn ist auch noch eine Fährte, ne? Der wird den ganzen Wald hier unsicher gemacht anscheinend. Das ist aber dann eine aktuellere Fährte, ne? Das ist dann eine aktuellere Fährte, wenn er hier mir den Kegel anzeigt, ist das, glaube ich, die aktuellste. Muss ich hier wieder ein bisschen Rätsel raten, was hier Sache ist. Ich guck mal die Fährte hier an. Hier, da ist das schon wieder laufend. Das wird dann wahrscheinlich der Moment des zweiten Schusses gewesen sein. Nehme ich an. Oder halt, als ich aufgestanden bin und ein bisschen gelaufen bin. Kann auch sein, dass er da dann abgesprungen ist. Da vorne steht er, glaube ich. Hinter der Tanne stand da. Kurz das rehähnliche Wesen gesehen. Da sind natürlich genau die Bäume im Weg, ne? Aber der war da hundertprozentig. Da vorne ist er. Ich baue noch den guten Schuss auf den. Der ist nicht so groß. Oh, der Schuss war gar nichts.
Voll, hat er sich weggebackt? Oder ist er tot? Oder ich habe nicht mehr so schnell reinbekommen. Ja, aber der ist niemals tot. Der ist tot. Okay, war ein glücklicher Schuss. Das war mit Sicherheit ein glücklicher Schuss. Der war meiner Ansicht nach viel zu weit hinten dran. Ja, aber liege ich da. Umso besser. Habe ich vielleicht glücklich das Herz angekratzt oder so? Oder doch beide Lungen erwischt? Ich habe den auf jeden Fall zu weit hinten gesehen. Insofern hatte ich ja wenig Hoffnung, dass ich den auch auf Silber hochbekommen. Dann habe ich schon kurz gedacht, ach du Scheiße, wenn der jetzt natürlich noch fliegt, dann kriegt er einen Bonus nicht. Und dann könnte er tatsächlich Bronze werden. Aber das ist immer gut gegangen. Und wir haben den zweiten Bock quasi erlegt, den wir brauchen für die Mission. Hoffe ich zumindest, dass er Silber hat. Der war nicht so groß vom Gehirn her. Aber war auch der, den wir hier verfolgt haben. Also alles richtig gemacht. Aber irgendwo da unten ist noch eine weiße Pferde. Ich muss mal gucken, was das für ein Tier war. So, aber erstmal gucken, was wir hier getroffen haben. Reicht auf jeden Fall für Silber 768. Und Lunge, Leber, Magen. Haben beide Lungen getroffen? Nee, eine. Okay, dadurch, dass wir wirklich. Also war wirklich zu weit hinten dran. Aber wir haben Leber und Magen noch mit getroffen, deshalb war er dann auch sofort verendet. Sehr gut, das ging schon mal gut. Das heißt, Reh Nummer 2 von 3 haben wir erwischt. Ich will mal kurz da unten die Fährte angucken. Ob das vielleicht auch noch ein Reh ist, noch ein Bock oder sowas. Aber wie ruhig der sich verhalten hat, obwohl er schon quasi relativ nah war. Und das zweimal vorher schon. Und jetzt das dritte Mal. Vorher, als wir da gecallt haben und beides mal geschossen haben. Da war der auch schon um die Ecke. Jetzt ist man beides mal geflohen. Kann das an den Pferden immer relativ gut rekonstruieren. Okay, das war nur ein Fuchs. Sieht das dann. Und der hat dich einmal gecallt, ne? Gar nichts. Insofern teilweise echt. Immer ein Wunder, was da noch so beisteht. Deshalb lohnt sich das gerade bei den Rehen auch nochmal genau nachzugucken, auch wenn er nur eine Ricke gecallt hat. Einfach weil da durchaus noch ein Bock beistehen kann. Oder halt zwei, wie in diesem Fall. Und dann können wir die auch mal erlegen. So, jetzt heißt es, den dritten zu finden. Jetzt haben wir natürlich erstmal keine Rehpopulation mehr. Die drei haben wir jetzt hier erlegt, das heißt, wir müssen jetzt was Neues suchen gehen. Aber ich bleib mal in meinem Plan, erstmal Richtung Schloss zu laufen und gucken, was da geht. Und wenn nicht, müssen wir tatsächlich nochmal vielleicht nach unten gehen. Das werden wir jetzt sicher nicht mehr in dieser Folge schaffen, aber ein andermal bestimmt oder zum See da hinten. Da ist ja auch immer bestimmt gut was los am Wasser. Insofern da vielleicht die Chance. Weil das natürlich auch dieses Gebiet ist, was ja an der Brücke endet. Und ich meine, auch an der Brücke hatten wir immer gute Reh-Erfolge. Wir können uns vielleicht mal zu der Lodge dann porten, falls an dem Lodge, ach, an dem Schloss nicht sein sollte. Dann könnten wir mal zu der Lodge gehen und gucken, ob wir da noch irgendwas aus dem Teich ziehen. Nämlich ein nasses Reh. War eher aus dem Fluss, ne? Ja. Die Brücke ist aber im Fluss drüber. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt hinkommen. Ist doch ganz schön weit von da aus. An dem See war, glaube ich, auch noch nie. Ich glaube, da war ich auch noch nie an dem See. Vielleicht auch mal lohnenswert, den abzuchecken. Keine Ahnung, ich war da wahrscheinlich schon mal irgendwann, aber ich erinnere mich halt nicht dran. Also nicht großartig in bleibender Erinnerung geblieben. Und da unten steht tatsächlich dann Wiese, ne? Aber ey, oh, jetzt die Tiere, die callen heute einfach gar nicht. Ich dachte so callfaul. Hallo, wie sind. Sind wir Freunde? Alter, pack doch die Waffe weg, willst du mich verarschen? Er packt halt eiskalt die Waffe weg, ne? Und ich hab den richtig schlecht getroffen. Er packt halt echt die Waffe. Warum hat er denn jetzt. Hab ich was Falsches gedrückt? Ich hab die mittlere Maus ausgedrückt, um das Scope abzunehmen. Oh Mann, und das ist ein Körpertreffer. Und der ist ein Fuchs, der bringt mir nix. Aber das Wiesent, ah, das könnte schwierig werden mit sehr geringer Blutung. Und man mit Schild da hinten, weil wir jetzt hier die offene Fläche zum Glück haben. Und kriegen wir die Wirbelsäule dahin. Ja, war.
Kriegen wir nicht hin, aber zumindest den zweiten Treffer sitzen. In Hoffnung, dass es ein bisschen schneller verendet. Weil durch diesen Treffer hier wird das auf jeden Fall nicht passieren. Ich glaube, der andere war aber leider auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Ne, tot ist es noch nicht. Da wird noch eine gute Strecke gehen, nehme ich an. Ah, ich hätte es halt echt halt nochmal beschießen müssen, als es mich angegriffen hat, ne? Aber keine Ahnung, warum das. Ja, guck mal, jetzt bleibt das auch. Habe ich vielleicht tatsächlich Mausrad nach unten dabei? Aber ich hatte danach den Caller in der Hand. Okay, ich habe es da oben bewegt, anscheinend. Anscheinend habe ich es einen Tick nach oben bewegt und dann kam genau die Situation zustande, dass ich zwar das Scope ab hatte, aber eben nicht mehr die Knarre in der Hand. Davon ist aber ein Reh. Was leider weiblich ist. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir das mal. Ich weiß nicht, ob wir den Wiesent kriegen. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Der Dreh ist auf jeden Fall tot. Der Wiesent noch nicht. Aber leider war es auch kein Bock, der uns jetzt natürlich noch geholfen hätte für die Mission. Den hätten wir natürlich gerne gehabt, aber wir müssen jetzt mit der Ricke erstmal leben. Und Vorlieb nehmen. So, wo ist die jetzt hin? Die wird nicht mehr so weit gelaufen, seine Schuss war relativ gut platziert. Das heißt, sie müsste irgendwo hier in den Büschen eigentlich schon liegen. Mehr als 20, 30 Meter traue ich dir eigentlich nicht zu. Ja, da vorne in der Tanne. Liegt sie auch schon, die gute. Wir gucken mal hier in der näheren Umgebung, ob wir noch irgendwo Fährten sind. Von einem anderen Reh. Was uns dann wieder zum Bock führt. So. Aber das sieht nicht so aus. Heißt, ich gehe mal tatsächlich wieder Richtung Wiesent. Aber gut, das ist halt. Ah, ist immer noch nicht verendet, ne? Also gut, das werden wir nicht bekommen. Vielleicht treffen wir es am Wasser nochmal, am See. Haben wir Glück, dass wir das da nochmal antreffen. Aber ansonsten waren die Schüsse einfach zu schlecht, auch mit der 7mm. In den zum Liegen zu bringen. Hätte man vielleicht mit der 3.8 versuchen müssen. Beim ersten Schuss war der Winkel auch zu schlecht, um den in die Wirbelsäule zu schießen. Hätte vielleicht echt tiefer ansetzen sollen, damit er in der Lunge endet. Und nicht den Wirbelsäulenschuss versuchen. Das wäre dann vielleicht besser ausgegangen. Jetzt scheint er mal irgendwo unten zu sein. So wie es sich anhört. Da unten ist es doch auch. Ein Baum. So, ich nehme mal einen sicheren Schuss. Der war mal wieder gar nichts jetzt, wurde. Ja, aber war der nicht in der Lunge, der eine? Da fällt schön so wenig Blut. Jetzt haben wir die Wirbelsäule erwischt. Ich weiß nicht, wo der Schuss gerade gesessen hat. Der, wo es unten still stand. Ich meine, es hat sich in dem Moment ein bisschen bewegt, aber ich habe den jetzt nicht so weit weg gesehen, dass der da großartig. Keine Ahnung. Weil ich falsch gewesen wäre. Ich hoffe, wir auch das Wiesent, was wir schon angeschossen hatten. Ich dachte, dass es noch ein anderes ist. Kann natürlich auch passieren. Weil ich gerade nicht weiß. Aber ich hatte die Rehfährten nicht gecheckt, oder? Dadurch, dass das hier noch aktiv ist. Das Wiesent. Könnte sein, dass das Richtige ist. Und wir da dann auch das entsprechende Wiesent erwischt haben, was wir schon ungefähr 5-mal beschossen haben. Aber das sehen wir jetzt sofort. Naja, okay. Alles klar. Der Schuss hat tatsächlich. Erster Schuss. Boah, sogar. War gar nicht so verkehrt. War tatsächlich ein bisschen zu weit vorne angehalten. Knapp an dem Wirbelsäule vorbei. Und der zweite, links daneben. Neben die Wirbelsäule bis verzogen. Na, guck, der dritte hier, der war auf dem Schulterblatt drauf, weil sie genau in dem Moment gedreht hat. Ja, okay, der war natürlich voll auf dem Knochen drauf. Dann der Darmtreffer. Und dann der Schuss in die Wirbelsäule, der noch 3% gemacht hat. So weit war schon fast tot.
Aber das Wiesen ist da männlich sogar. Ja, hätte auch mal noch Punkte geben können, aber bringt es eh nichts, weil wir keinen Wiesent brauchen tatsächlich. Guck mir noch mal kurz die Pferde hier an, aber das ist ein Fuchs. Das ist der, der wahrscheinlich auch noch unten gecallt hat, gerade irgendwann mal. Bringt uns also auch nicht weiter. Denn wir bräuchten eigentlich nur noch das Reh. Aber das werden wir in der Folge auch nicht mehr finden. Insofern lassen wir das erstmal so. War ja halbwegs erfolgreich. Ich habe zwei Böcke geschossen. Und auf jeden Fall mehr Tiere als beim letzten Mal. Und so können wir es, glaube ich, erstmal stehen lassen. Das eine Reh werden wir schon noch mit der Zeit irgendwann erlegen können. Und da mache ich mir erstmal keine Sorgen drum. Das soll es gewesen sein von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich darüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.